Ja, okay. Guck mal, mein So. Arm, ey. Was? So. Was ist mit dir jetzt? Ja, hast du gesoffen? Ich wollte gerade sagen, so laufe ich auch immer, wenn ich getrunken habe. Mir ist schlecht. Ich kann gar nicht mehr aufstehen. Das ist bei Fuß los. Ich kann nicht laufen. Ich helfe dir, alte Frau. Komm mal mit. Alter, lass mich los. Hör auf, mir am Arsch zu quälen. Ich fasse sie gerade an deine rechte Hosentasche. So. So, Agent Smith, kommen Sie bitte auch mal mit. Ich hole mir Agent Smith, komm, wir holen uns. Wir tanzen eine Runde. Na, 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 na. Bitte. Ist aber, oh, wie er so. Ui. Nein, verdammt, okay. Ja, seid ihr ready? Kommen Sie, ach, ich greife dich für dich. Hey, komm runter. Was ist los? Ja. Ja. Ah, die Hose sitzt zu fest, macht er den Gürtel festgeschnallt. Jetzt komm schon. Nein, aber. Was ist los? Mann! Peachy, du bist im Weg! Ich versuche mich zu greifen! Jetzt komm schon! Agent Smith, kommen Sie bitte! Ich brauch sie! Wir brauchen sie in der Matrix! Was ist das denn? Das sieht jetzt ein bisschen falsch aus! Ich will mein anderes Bein nicht auch noch verlieren. Pass auf, das sieht ein bisschen pervers aus. So. Ich bin schon am Heulen. So, komm. Ich tu's. Komm her, ich tu's. Sieht man dich eigentlich von da oben runterfallen, wenn du da runterspringst? Was? Ach so. Sieht man das? Ihr wollt, dass ich springe. Das Leben kann Sinn mehr. Mal gucken, ob man das sieht, wenn du da ankommst. Ja, ich hab dich gesehen. Hallo. So. Oh. Ja. Also, ich nehme übrigens schon auf, ne? Ich schmeiß jetzt weg, diese Kack-Fernbedienung. Die kommt irgendwie von oben runter. Warte mal. Also, liebe Freunde, willkommen zurück bei Franco. Wir spielen heute, wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, Human Fall Flat. Wo ist denn jetzt unser Agent wieder hin? Was macht er da hinten? Und wir wissen nicht, wie dieses Spiel funktioniert. Also ich habe es zwar mal gesehen, die anderen beiden kennen es glaube ich gar nicht. Doch, ich habe es auch schon mal gesehen. Ja, okay. So, was wird das? Komm, gib mir das Bein! Komm, Sie mit, Agent! Ich brauche Sie! Warum bist du so stark? Ja, das wüsstest du wohl gerne. Nein, nein! Oh. Ich wollte dich schon vorher loslassen. Okay, lassen wir das. Ich starte mal dieses Lehrvideo hier. Wir müssen halt mal gucken, wie das Spiel hier funktioniert. Aber Peachy, du kennst das noch nicht, oder? Nope. Ja, okay. So, wie greife ich das denn? So. Ich hasse es. You've just grabbed an instructional video. Hold it tight. Ich leg mich mal hin. Whenever you're lost or otherwise in despair, look around for such remotes. Once activated, they'll provide instructions. Der Aufräumsimulator. Ja, echt mal. Reinigungssimulator 2019. Weil das hat gerade eigentlich mehr was von Hangover. So mache ich auch immer Türen auf übrigens. So. Nee, kann ich jetzt wieder aufstehen? So, ja, ich glaube, wir müssen jetzt durch diese Tür. Weißt du, wer auch noch so läuft? Ich überlege gerade, kenne ich den? Ja. Weil liegt der so
unbedingt. Weiß ich nicht, das machst du ab und zu mal, wenn wir uns privat sehen. Stimmt das auch. Oder Billy Bombenberg. Oh, das waren noch Zeiten. Der gute Billy Bombenberg. Aber der hat dabei noch getanzt. Der hat nicht nur so blöd gesprungen. So, da liegt wieder eine Fernbedienung. Die Musik ist schön. Hand direction. As you may have noticed, you will reach for things that you're looking at. If you alle vom Fernseher stehen und zugucken. Don't blame your hand. Ah ja. Hä? Was? Also wir gucken einfach mal. So, hier, wir haben hier zwei Knöpfe, meine Damen und Herren. Kann ich diesen Knopf jetzt aktivieren? Ich denke mal zu zweit, ne? Ah, okay. Sie strecken sich hoch und bücken sich tief. Oh, der Brunnen ist schön. Den will ich auch haben. Ja, den will ich auch schön. Ey, der strudert da rein. Ich will da reingucken. Da ist noch nichts drin. Männer! Kann man da rein in den Brunnen? Also wir spielen übrigens, glaube ich, gerade die Strecke ist Villa. Ich habe die einfach mal voreingestellt gelassen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt die erste, zweite, dritte, fünfte Strecke ist. Aber das scheint noch relativ einfach zu sein. Ach, ich glaube, das Level ist jetzt zu Ende, wenn wir dieses Exit-Symbol haben. Okay. Glaubensfall. Okay. Oh. Mein fetter Hintern, ey. Thomas, die Dampflokomotive. Ach, das waren damals noch Zeiten. Oh, wie lange ist kann das man da her? Was drücken? Weiß ich nicht. Kann man da was drücken? An einem Zug kann man oft was drücken. Oh, was ist das hier? Kann ich hier was mitnehmen? Guck mal, ich hab was gefunden. Du sollst doch nicht alles aufheben, was auf dem Boden liegt. Ja, hier ist eine Tür. Kann ich das mit zwei Händen greifen? Wo hast du das Ding denn jetzt her? Hier, schenke ich dir. Dankeschön. Das ist ein Stein, den habe ich gefunden. So, oh mein Gott, wie die hier durchrushen. Ich glaube, wir müssen hier ein Rätsel lösen. Guck mal, hier die Bank, das sieht so ein bisschen aus wie im Lehrvideo. Welches Lehrvideo? Ah, okay. Was wir gerade gesehen haben, wo der alles umgeschmissen hat. Hast du das jetzt einfach hier gezogen? Ah, okay. Okay. Der Mann. So. Jetzt geleckt. Okay, ja. Ich finde das mal ganz cool, dass man hier so zwischendurch auch mal so ein paar Rätsel lösen muss. Oh, warte mal. Ich glaube, ich muss. Kann das sein, dass ich hier. Ne, ich komme hier nicht drüber. Kann einer von euch vielleicht gerade mal eben ziehen? Ja. Ich glaube, ich muss das dann. Wie einfach beide draufstehen. Die Frau kann ja schieben. Ja. So. Los, Vibe, arbeite. Toll. Okay, reicht schon. Achso, kommst du jetzt überhaupt da hoch? Nee, du musst mich hochziehen. Zieh mich mal hoch. Geht das? Warte, ich komm auch. Zieht mich hoch, kommt schon. Kannst du die Hand nach oben heben vielleicht? Oder so, genau. Ich kann dich nicht grabben. Ich will da hoch. Nimm mich mit, Mann! Nein! Meine Haare ziehen! Ja. Komm, zieh doch! Zieh! Ja! Ja, los! weiter! Ich schwebe! Oh, meine Ohren! Tut das eigentlich weh, in der Haare? Versuch dich mal hochzuziehen, Peachy! Das wird nix! Das klappt! Das klappt, ja, sehr ja. gut. Ja! Oh, yay, wir haben's geschafft. Schwere Geburt. Du bist aber auch ein dickes Kind. Ich kann doch nichts dafür. So, Mann, was ist das jetzt hier? So, achso, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier rüber. Nein, was macht der denn? Warum läuft denn der weiter? Ah, oh, dieser Idiot. okay. Natürlich. Ja, er hat schon. So, da ist auch nur ein Knopf. Den ich nicht drücken kann. Ah, jetzt noch. Ja, okay. Und nun? Jetzt musst du. Du musst da zurückschieben. Wir müssen. Ja, aber dann komm. Warte, ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn das funktioniert, so wie ich es mir vorstelle, schieb das mal bitte zurück eben. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber.
Ist das eine bescheuerte Idee? Ich weiß nicht, wie die Physik-Engine hier ist. So, jetzt kommen wir mit drauf. Ja, und? Vielleicht können wir uns hier einfach damit nach vorne ziehen, wenn wir uns an der Wand festhalten. Ah, okay. Also, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber irgendwie muss es ja gehen. Weil sonst würde ja einer nicht weiterkommen. Das wäre ja auch blöd. Ja, ich gehe dann schon mal weiter, ne? Okay, das nicht. Ah, doch, es geht. Ah, okay, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht runterfliegen dabei. Yay! Ah, okay, so. Sehr schön. Ja, hat ja geklappt. Oh. So, sie rennt erstmal dagegen. Hä? Das haben sie auch. Vor allem, wie ihr immer mit dem Kopf dagegen rennt. Ihr müsst das nicht unbedingt so machen wie im echten Leben. Oh, Treppen laufen. Ah, oh, ist das alles anstrengend, ne? So, jetzt sind wir wieder hier, wo der Zug gewesen ist. Okay. Alter, guck mal, was wir da machen. So. Hier ist der Ausgang. Okay. Okay, wir müssen den hinteren, also den einen schon mal. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder hier so wie gerade mit den. Warte. Warte, ich komme erst hoch. Moment. Ich glaube, es reicht tatsächlich, wenn einer durch den Ausgang rausgeht, oder? Ihr seid doch jetzt gerade auch ins nächste Level gekommen. Geht nicht. Jetzt streng dich doch mal an. Mach du doch mal. Hä? Mhm. So, okay, das sollte reichen. So, jetzt bin ich hier. Okay, ich glaube, den Sprung schaffe ich aber nicht. Nee. Nein. Los, Hoppi! Du schaffst es, Schocker! Ja. Ach so, ist schon. Habe ich schon erledigt. Ach so. Ja, okay, wir gehen dann mal. Flopsi, mach's gut. Ich fahr ein bisschen zu. Gegenrand. So, möchtest du mal springen, Peachy? Okay. Tschüss! Haha, wie die in ihren eigenen Tod springt. Ha. Puff, puff. Ah, hat gereicht, wenn einer durchgeht. So. Kann das vielleicht sein, dass wir da die Kiste draufstellen müssen? Jupp. Vorsicht! Denn mein Arm, guck mal, mein Arm ist gebrochen. Ja, kratzt du dich da gerade am Hinterkopf oder was machst du da? Nee, der ist gebrochen. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Aha, hier eine Kiste. Okay. So. Ja, ich lass die Männer mal arbeiten. So, lassen Sie mich bitte durch, danke. So. Bist du dieser unzuverlässige Paketbote? So. Ey, ich hatte gestern... Ohne Mist, ich glaube, es hat bei mir geklingelt, ich weiß es nicht. Ich glaube schon fast nicht. Da war ein Paketbote, der sollte mir was zustellen und der ist einfach weitergefahren. Ich werde zerquetscht. Das danke, Flauzi. Vielleicht solltet ihr das Ding erst runterholen und dann draufgehen. Ich wurde zerquetscht. Ey, gehst du da warum rein? Ich beobachte das Ganze. Ich komm nicht durch. Los, arbeiten Sie schneller. Sie verdienen hier das Akkordarbeit, was Sie hier haben, ja? Nein. Nein. Was tut denn? Okay, was haben wir hier Schönes? Oh, da ist schon der Ausgang. Das geht ja schnell. Jetzt schieb doch die blöde Kiste da ran. Muss springen. Spring mal dabei. Wie ist das? Ja, okay, so geht das. Schönes Ding. Ach ja. So. Oh, Flauzi, dein Genick ist gebrochen. Ja. So, dann machen wir mal hier den. So, und dann... Auf die anderen beiden ist ja hier kein Verlass mehr heutzutage. Kannst jetzt auch einfach da durchgehen. Ich will nicht allein bleiben, ich gehe zu Flauzi. Ich habe Angst. Oh! Stimmt eigentlich, hat er recht. Holzsplittergefährt. Ja. So, ach du Scheiße. Was ist das denn? Das sieht aber schön aus hier. Oh, mein Arm. Jetzt hast du auch einen gebrochenen Arm. Nice. Oh, ach so. Ja, bist du echt rübergekommen? Ja. Ja, mit Springen einfach. Okay. Ich dachte, Peachy schafft's wieder nicht. So, wo müssen wir denn jetzt hier lang?
Müssen wir da rüberspringen? Ich glaube, wir müssen rüber, oder? Ja, aber das ist ja auch... Ja. Oh, nein! Oh. Hilfe! Oh Gott! Ey, da ist ein Video! Stimmt! Ich geh mal runter! Los, geh! Nein! Nein! Ihr seid doch doof! Guck's dir an! Climbing. To fall properly, you need to get high. This instructional video was prepared for everyone who does not feel high enough and is ready to do something about their situation. Climbing is as easy as doing yoga. The major difference being that yoga leaves you where you started, even if done properly. Let's break it down. Raise your hands. Inhale, optional. Approach the obstacle. Lower your hands, grabbing the obstacle. So kletter ich übrigens auch immer. Look down to pull yourself up. Guck mal, dance. Kick mal, was Flauzi und ich da machen, schau mal. Oh yeah. Oh Mann, ey, ihr seid doch bescheuert. So, komme ich jetzt hier wieder hoch? Ach, guck mal. So. Okay. Die beiden rennen einfach schon vorweg. So. Ey, jetzt geh hoch, du. So. Wieso komm ich da jetzt nicht hoch? So. Hä? So. Jetzt zieh dich doch mal hoch, Olle. Huch. Boing, boing. So, dann geht's hier weiter. Nein. Ich komm da nicht hoch. Kann ich nicht grappen. Wie bist Ach so. Du? Ah, so geht das. Wie geht das? Maus nach unten ziehen. Probier das auch mal. So. Ach, das geht ja ganz einfach. So, und wie war das jetzt? So. Ja, ich finde das irgendwie interessant. Also irgendwie macht das Spaß. Ich glaube, ich muss immer eben wieder zurücklatschen. Ich komme da nicht hoch. So. Lauf mal schneller, Olle. So. Hey, guck mal. Hurra! Also irgendwie. Hurra! Hurra! Definitiv hier nicht hoch. Banzai! Ich glaube an euch! Ich schaff's nicht! Was machst du da eigentlich? Ich versuche hier hochzukommen, aber irgendwie so, jetzt. Meine Güte! Das kann ja noch was werden mit der. Oh, da hinten liegt eine Fernbedienung. Aber ich würde sagen, wir warten am besten mal auf die gute Dame. Ah, nein! Nein! Ja, schon mal gut. Ja, okay, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Ben und Ed, die Situation. Also oh wir beide am Ende im Ziel und sie braucht gefühlte Ewigkeit. La 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 la. Geh doch weg. Ich will dir helfen, Mann. Oh. Ja, jetzt hast du es doch allein geschafft. Ja, komm, wegen deinem komischen Holzbein. Da ist ja keine Kraft mehr drin. Und ich hab noch nicht mal ein Holzbein. Nein, oh. Oh, ich wusste, das tu jetzt nicht so, als wenn du mich lieb hast. Was willst du? Lass mich los! Nein. Lass los! Lass mich los, du Idiot! Ich will noch nicht sterben! Geh weg! Lass nein! Ach, du bist doch ein Idiot! Boah, jetzt zieh dich doch mal hoch, Olle. Also. Jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch. Ich habe das Gefühl, die wird langsam aggressiv, die Dame. Och, alles super. Jetzt, komm schon! Komm schon! Beweg deinen dicken Hintern. Also ich muss sagen, mit Maustastatur finde ich, ist das sehr einfach zu spielen. Ja, ich habe es jetzt gecheckt, wie es hier geht. jetzt nicht hier wieder runterfallen.
Also im Hochheben. Ich schaffe es! So. Ich schaffe es! Hurra! Hurra! Yay! Zeigen Sie meine. Entschuldigen Sie? Ihr habt keine Augen. Nein, nicht in der Hand. Nie! Wieder weg. Komm schon! Spring doch nicht gegen die Wand. Ich hasse dieses. Ich glaube, ich muss erst diesen kleiner hier hoch, ne? Nein! Komm schon! Beweg deinen Hintern! Ich sag mal. Pop ist angestupst. Ich sneak ich auf den Boden. Oh. Climbing higher. To get even higher, you need to jump before grabbing the edge. Raise oh Gott. Hands running toward the obstacle. Jump to grab the edge. Lower your hands, pulling yourself up. Walk forward, releasing the hands. Practice climbing to use the momentum. If you don't release hands, you will make a fool of yourself, like saying goodbye, shaking hands, and walking away without releasing your hands. Das kommt mir gerade wie bekannt vor. Says, never do that. Ah ja. Okay. Bevor wir weiterklettern, ja? Wenn ich so auf die Uhr gucke, sind wir sogar schon für heute durch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Auch ich bin jetzt mal hier angekommen. Oh mein Gott! Einmal zur Seite, ich habe Angst darüber zu springen. Ich hab dich! Danke! Ja, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Nächste Folge geht's dann weiter. Dann klettern wir den letzten paar Meter nach oben hinaus. Was machst du das? Ja, und bis zur nächsten Folge. Adios, amigos. Ciao!